Hi Leute, Lisa und Pia haben euch bereits etwas über die deutschen Fälle erzählt. In diesem Video geht es darum, welchen Fall man in welcher Situation benutzt. Eigentlich ist das Ganze gar nicht so schwer. Wenn ihr ein Nomen habt, müsst ihr immer wissen, welchen Artikel ihr dazu braucht. Das müsst ihr lernen. Und wenn ihr dann ein Verb habt, müsst ihr wissen, mit welchem Fall ihr dieses Verb verwenden könnt. Das üben wir jetzt mal. Wir haben zwei Listen vorbereitet mit Verben, die entweder nur mit Dativ oder nur mit Akkusativ gebildet werden. Wir fangen mit dem Akkusativ an. Das ist ein Stein und ich werde diesen Stein gegen diese Mauer werfen. Ich werfe diesen Stein gegen die Mauer. Ich habe diesen Stein gegen diese Mauer geworfen. Ich werfe den Stein gegen die Mauer. Und was habe ich gemacht? Ich habe diesen Stein gegen diese Mauer geworfen. Das ist meine Freundin Isabel. Sie möchte ganz gerne schaukeln. Deshalb schubse ich meine Freundin an. Was habe ich gerade gemacht? Ich habe meine Freundinnen angeschubst. Das ist meine Freundin Beatrix. Was machst du, Beatrix? Ich baue eine Sandburg. Beatrix baut eine Sandburg. Das ist meine Freundin Isi. Sie sieht sich gerade Dinge an. Isi, was siehst du dir an? Ich sehe die Walze. Und was siehst du noch? Ich sehe das Haus. Vielleicht noch etwas? Ich sehe den Baum. Das ist meine Freundin Isi. Sie sieht sich gerade Dinge an. Isi, was siehst du dir an? Ich sehe die Walze. Was siehst du noch? Ich sehe das Haus. Vielleicht noch etwas? Ich sehe den Baum. Hi, das sind meine beiden Freunde, Isi und Jana. Sie spielen gerade auf dem Spielgerüst und haben sehr viel Spaß dabei, wie man sieht. Und, was habt ihr da gerade gemacht? Wir haben auf dem Gerüst gespielt. Das ist meine Freundin Jana. Was machst du, Jana? Ich sitze auf der Walze. Meine Freundin sitzt auf der Walze. Ich gratuliere Justina zum Geburtstag. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Justina, zum Geburtstag viel Glück, viel Glück. Beatrix hilft Isabel, die Wand hochzuklettern. Was machst du, Beatrix? Ich helfe Isabel, die Wand hochzuklettern. Hallo, was machst du mit dem Schwert? Kämpfen. Du kämpfst mit dem Schwert? Ja. Meine Freundin schaut dem Kind beim Rutschen zu. Wem schaust du zu? Ich schaue dem Kind beim Rutschen zu. Wir gehen zurück zum Schiller-Gymnasium. Wir hatten leider heute nicht so viel Zeit, aber wir hoffen, wir konnten euch eins beibringen. Wenn ihr schon Verben lernt, dass ihr immer den dazugehörigen Fall mitlernt. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Das spack ich.